Ich brauche eh noch 25. Juhu, was für eine geile Sache. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Planet Side 2. Heute wieder mit Epic Killer zusammen. Hi. Und wir sind hier auf dem schönen Hosin, auf dem leckigen Hosin und jagen Kürbisse. Bin ich mal gespannt. Ich habe hier schon beide nicht mehr gespielt. Ich habe es nur mal gehört, dass es auf dem Testserver implementiert wurde, aber dass es hier gibt. Ja, es ist gerade eine Mission, die geht noch 33 Minuten jetzt. Da werden wir jetzt noch ein paar Kürbisse suchen. Wie findet man die? Liegen die einfach so wie die Schneemänner damals irgendwo rum? Ja, einfach, die sind einfach random auf der Karte verteilt und spawnen dann immer auf den gleichen Punkt wieder. Also sag mal, wie die Schneemänner. Dann gibt es dann auch Ja. wieder so coole Achievements. Erstens, ja, das gibt's auch, wenn man einfach dann auf Ding geht. Irgendwie da schießt irgendjemand gerade einen Ja, ab. oben Ah, über uns Mann. eine Mossi. Hier. Ja, die interessiert sich gar nicht mehr für uns, sondern die will nur die Kürbisse haben. Doch, jetzt interessiert sie sich für uns. Wie lange ist die Frage? Ja, ich hab's ja beschossen. Aber wir finden hier keine Kürbisse. Ja, die sind auf Hossen sind auf jeden Fall ziemlich schwer versteckt. Auf Esamir war ich gestern, konnten wir uns relativ leicht finden, Ja ne? gut, die sind bestimmt auch orange. Was auf die Mossi verfolgt uns noch? Oder die müssten ja orange sein, dass ich mal die Augen offen halte. Ding auf Esamir damals, oder auch beim Schneemann-Aktion, gab es damals so richtig geile Map im oder Bilder, wo schon manche die Punkte markiert haben. Aber ich kann jetzt schlecht raustappen. Ich beende jetzt meine Aufnahme. Weißt du, dass du die Map hast, wo die schon liegen, dass man die Punkte nur abfahren müssen und dann immer wieder gucken, wo es die gibt. Das gibt es zum Beispiel jetzt noch nicht, weil die meistens, glaube ich, von Tag zu Tag wieder unterschiedlich spawnen. Ah, okay, dann hätten sie vielleicht was Halt immer wieder. draus was Aber gelernt. Aber ich habe bis jetzt auch noch keine ich werde aber entdeckt. erstmal wieder einen einzigen finden, das ist so schwer. Ja, können wir uns aber schön darüber unterhalten, wie es jetzt eigentlich weitergeht so demnächst. So. Ne, hier ist auch nix. Weil ich denke, wir machen ja so weiter, oder? Du hast bestimmt auch Lust mit mir aufzunehmen. Da rechts, fahr dran vorbei, da oben. Da ist einer. Hol hier. Kann ich ihn einmal Ja, haben noch, weil natürlich, ich hol hier. brauche noch, dann habe ich. Ich brauche eh noch 25. Juhu, was für eine geile Sache. Gleich beim ersten. Oh, gleich nach 2 Minuten schon. Ja, jetzt habe ich 25, jetzt kann ich mir gleich eine Maske holen. Super. Also den Punkt markiere ich mir jetzt mal, weil dann wird in weniger kurzer Zeit da wieder einer spawnen. Hoffen wir es mal. Ja doch, die Dinger sind Zum Glück bist du. Festgelegt. Also, Ja, ja, was? weiter. Halt festgelegt, aber die spawnen halt immer wieder nach einer Zeit erst, so nach einer Minute circa. Okay. Ja, aber zum. Also wenn man dann so drei Punkte hat in so näherer Umgebung, kann man immer so im Kreis von immer wiederholen. Rechts, geradeaus, ja genau. Ist das einer? Ne, das ist Ding. Das ist nur so Teilweise Pflanze. findet man sogar Megakürbisse, also diese Riesendinger. Okay. Und die geben dann Selten, aber okay. bestimmt andere Sachen dann. Ja, ist halt mal halt keine Kampfaufnahme, aber ist doch auch mal, wenn es so coole Events gibt, warum soll man da nicht mal ein Video drüber machen? Aber ich. Mit der Dinganzicht, mit der Thermoansicht sieht man dann auch nicht besser, gell? Habe ich das Gefühl. Ich finde keine irgendwie bis jetzt nur einen einzigen. Ja. Die jagen sich, soll mir egal sein. Die haben sich gegenseitig, dass sie nicht die Kürbisse abspenstig machen. Esemir waren es gestern irgendwie 15er Mossi-Staffeln sind einfach komplett über Esemir dauerhaft drüber geflogen. Ja, haben die Luftraum. Ja, fahren wir irgendwo weiter nach links oder so. Mal gucken, ob da drüben noch mal Also was ich ist. fahre nochmal zum Wegpunkt, wo ich mir gerade das geholt habe, den einen. Okay. Wo habe ich den geholt? Da Rechts oben. oben. Ne, ist noch nicht da. Da, ne, da Hier hier oben. üben war, aber da ist er noch nicht. Gerade. Als Truppführer hast du das Gute. Guck mal, da oben auch alles voll mit Flugzeuge. Ja, die sammeln die unendlich und dann gibt es ja noch Bonus am Ende dann. Oh, da muss ich echt noch zocken, die Max. Also, wie lange geht denn das noch? Bis Halloween?
Da war schon rechts, links, stopp, aussteigen. Hol ich mir. Ich hab glaube einen gesehen. Oder auch nicht. Da war's. Kannst du dann auch einfach mit der Flori drauf schießen? Ja, aber ich. Nein. Habe ich mich vertan, aber ich glaube, ich habe einen gesehen gehabt, deswegen. Schade. Gut. Dann geht's weiter. Doch nichts da gewesen. Mal die Map angucken. So. Alles nichts zu sehen. Da oben ist auch nichts. Der will nicht mehr spawnen, habe ich das Gefühl. Ja, komm, fahr mal weiter. Wir können ja nachher nochmal hier vorbeikommen. Hier ist ja aber ziemlich un. Du musst an den Gebieten fahren, wo nicht gekämpft wird. Also ziemlich abseits der Wege. So habe ich damals ganz viele Schneemänner gefunden. Da, wo nämlich nicht gekämpft wird, da sucht auch keiner eigentlich so nach. Und gerade. Eigene schon. Die eigene, ja, deswegen. Aber manchmal nicht so oft wie beim Kriegsgebiet, weil da stolperst du eher drüber. Und der scheiß Nebel geht mir auf den Keks gerade. Ja, da sieht man nicht, ob es erst recht noch schlechter. Ja, kann man den ausschalten? Ich glaube nicht. Schade. Die Sonne steht aber wieder so blöd am Himmel. Nämlich nach vorne sehe ich so gut wie gar nichts mehr durch den Shader und alles. Also, wie viel braucht man, um ein Achievement zu bekommen oder ein. Also, du musst als erstes, glaube ich, bei Kürbisse kennen, dann kriegt man das erste. Okay. Ist auch nichts los. Ja, gar keine. Ne, ich guck auch schon die ganze Zeit. Ich sag ja, danach müssen wir noch kämpfen, sonst wird's, ne, wird's für die Zuschauer dann ziemlich zäh, wenn ich das jetzt eine Stunde, wenn wir jetzt eine Stunde hier rumfahren oder die halbe Stunde hier rumfahren und Kürbisse suchen. Aber so als Special-Folge ist das gar nicht mal so verkehrt. Das gefällt mir irgendwie auch so. Ich bin ja auch immer so ein Jäger und Sammler. Aber hier ist echt tote Hose. Da sollte man vielleicht echt auf Niedrig spielen, dass man was sieht. Weil dann ist der Nebel, glaube ich, nicht da. Ja gut, ich kann es aber jetzt leider nicht umstellen. Alles wieder beenden und wieder neu starten. Naja, klar, dann muss ich jetzt gucken wegen der Tonaufnahmen, dass die synchron bleibt. Das ist immer so schwierig. Ja. Aber mit der Thermosicht kann man auch hier komplett vergessen. Nur wenn du wirklich nah dran bist, wird es richtig scharf. Und die Monsterkürbisse, die sind richtig groß, hast du gesagt. Ja. Und die müssten auffallen. Schau mal ganz kurz. Wo man da vielleicht hin mal fahren kann, wo wenige eigene sind. Ja, wo ist denn. Ja, so im Zentrum bei der Baustelle oder so. Wäre es nicht verkehrt. Weißt, Baustelle, Lamm. Ja, genau, dort in der Nähe. Da, genau hier. Da mal hinfahren, weil da sieht's ziemlich leer aus und dann verirren sich auch weniger von unseren dazu, weißt du? Ja. Weil wenn unsere auch nicht da sind, dann der Feind so tief bringt's ihm nichts, wenn er so weit vorprescht, nur zum Suchen natürlich. Ja. Deswegen. Haben wir da vielleicht eher Glück, oder was? Du könntest ja noch auf dem Rückweg gleich nochmal bei deinem Wegpunkt im einen vorbeifahren oder hast du den jetzt gelöscht? Ja. Ja, hab ich nicht. Gut, dann kann man da nochmal auf dem Weg zur Baustelle nochmal durchfahren und dann können wir nochmal gucken, ob da der wieder respawned ist. Dann kann ich mir auch meinen ersten mal holen. Ich glaube, wenn ich gefahren wäre, hätten wir schon mindestens 4 Hauwässer oder so gebraucht. Weil ich habe einen Verschleiß an den Dingern. Aber du weißt schon, dass es da der Berg runter geht. Gut, ja. Gut, bis sind wir unten. Und kein Kürbis. Du weißt, was du machst, ne? Ja, ich suche Kürbis. Aber die sind auf sind so schwer zu erkennen, noch mit dieser ganzen Landschaft der urigen. Dann hole ich mir mal ganz kurz Maske, wenn wir schon hier sind, an der Base. Ja, okay. Und ich guck mal, ob ich hier oben was sehe.